Also als erstes habe ich mal unser Areal getroffen, das einfach unter Wasser war, weil die Dämme, die sonst hier hinter uns das Flussbett abfließt, ist hier mitten durch das Areal durchgeflossen und hat ziemlich Zug getroffen. Das ehemalige Bürogebäude hier hinten, das hat, der unterste Stock war unter Wasser. Es hat einfach ausgesehen, eine Bombe eingeschlagen hat hier hinten. Also es war nicht mehr die Idee, was hergehört. Was ist denn jetzt im Moment für euch am schlimmsten? Ja, was ist am schlimmsten? Es ist alles schlimm, wenn ich hier schaue, die Häufen, die wir hier auf dem Areal haben, wo wir warten müssen, weil wir nicht wissen, ob sie kontaminiert sind, wissen nicht, wohin mit dem Material. Wir haben das Hauptgebäude, ist der ganze Keller unter Wasser. Es sieht aus, dort unten, wie ein Krieg ausgebrochen wäre, es liegt alles am Haufen. Irgendwo weiss man im Moment fast gar nicht, wo es man anfangen soll. Wie fühlt ihr euch denn von der Mobiliarunterstützung in dieser Situation? Im Moment sehr gut. Ich habe es gerade vorhin gesagt, im 05 habe ich mit dem nicht gerechnet. Ich bin eigentlich jetzt sehr angenehm überrascht, wie man uns hier hilft und wie man hilft, Zeug organisieren und mithilft, eben auch wieder Sachen in Stand zu bringen, dass wir möglichst gleich wieder einigermaßen normal arbeiten können. GA Willisau ist gestern Nachmittag zu der Firma Imbach AG zugerufen worden, aufgrund von dem Naturereignis, dem Felssturz, den wir hier hinter ihnen haben. Wie wir in der Presse können lesen, 5000 Kubikmeter sind hier abgebrochen, haben da sind die kleinen Ämmen rein geworfen und das ist explosionsartig, das ganze Gelände hat das gespritzt. Ich bin vor 3 Stunden hier angefahren, es waren noch 2-3 Wacker mehr am Arbeiten und haben aufgeräumt, haben dahinter sehr grosse Mühe, die Sachen zu verkleinern und abzutransportieren. Wir haben mit der Frau Imbach uns mal zusammengesetzt und das weitere Vorgehen besprochen. Jetzt sind wir gerade dran, dass wir am Nachmittag Leute bekommen vom Zivilschutz. Weiter sind die Elektriker aufgeboten, damit wir die Stromanlage möglichst schnell in Ordnung stellen können. Die Betonanlage im Hintergrund, die setzt so schnell wie möglich wieder laufen. Wir sind hier im Betonwerk, das ist von hinten gefüllt worden von den kleinen Nehmen mit Schott und Gröll und Dreck und sogar einen Haufen Holz hat es reingedrückt. Wir haben teilweise bis auf Höhe der Förderbänder haben wir alles verschmutzt. Das geht eine ziemliche Büte, bis man da alles rausgeräumt hat, damit man an die verschiedenen Betriebseinrichtungen herkommt. Wir haben hier eine Heizung, wo ein Register gereinigt werden muss. Wir haben hier im Grund unten haben wir einen grossen, schweren Elektromotor, den man rausnehmen und neu wickeln muss. Es sind rund 20 Schadenmeldungen, die wir reinbekommen haben. Der Grossteil sind Privathaushalte, wo es Keller geschwemmt hat. Es hat aber auch einzelne Firmen dabei, die von diesem Ereignis stark betroffen sind. Da, wo wir jetzt gerade waren, sieht es eigentlich gar nicht so schlimm aus. Aber ihr seid, glaube ich, gestern schon da gewesen und da hat es ein bisschen anders ausgesehen. Ja, also es ist so gewesen, wir haben gestern in das Haus hier, wo wir jetzt stehen, gar noch rein können. Das war noch gesperrt, weil sie aus Sicherheitsgründen mussten schauen mussten, ob das Haus überhaupt noch begehbar ist. Aber das ist dann gestern zu oben freigegeben worden und die Kundin hat mir jetzt gerade gesagt, dass sie mit Hilfe von zahlreichen Kolleginnen, Kollegen, Familienmitgliedern hier ziemlich intensiv gearbeitet haben. Der Grossteil von der Nacht am Morgen früh angefangen und der Keller sieht schon verhältnismäßig sehr gut aus. Das ist so, ja.